Hallo und herzlich willkommen zurück bei Kashi. Da sind wir wieder mit Bioshock Infinite, was ich ja schon ewig spielen wollte. Da sind wir. Kommen wir hier rüber? Ja. Wir sind in der Stadt Columbia. Einer, ja, Wolkenstadt. Hier muss die Luft aber ganz schön dünn sein. Bei diesen ganzen christlichen Fanatikern. Kann man eigentlich runter? Was zum... Das muss mir jetzt einer mal erklären, aber okay. Sieh sie dir an. Ist sie nicht eine Schönheit? Weißt du, alle Einwanderer sind hier durchgekommen. Ich wünschte, die würden noch normale Leute aufnehmen. Heute musste schon jemand sein. Wow. Wenn ich sage, dass ein Mensch Blitze aus seinen Fingern abfeuern kann. Und ja, wir sind hier in Clone City. Und selbst die Kinder komisch aussehen. Hallo, mein Freund. Vor allem, es ist überall derselbe Junge, ne? Und überall dasselbe Mädchen. Ich muss mich da ernsthaft fragen, waren die Entwickler zu faul? Hatten sie zu wenig Zeit oder was ist hier los? Und da ist ein Loch in der Wand. Kann ich mal hier durch, Kumpel? Die Straße ist gesperrt, Kumpel. Die bereiten schon das Feuerwerk vor. Da hinten ist genug TNT, um ganz Peking in die Luft zu jagen. Wieder mal. Ach, gesperrt. Ich muss mir einen anderen Weg suchen. Wo seht ihr da bitte schön TNT? Ihr Klonpolizisten. Oh Gott, ich bin echt in Clone City. Euch diese Wunder zu bescheren. Gelobt sei unser Prophet. Gelobt sei unsere schöne Stadt. Und anscheinend tut hier ein verrückter Prophet herrschen. Wenn ich sagen würde, dass ein Mensch Blitze aus seinen Fingern abfeuern kann, würdet ihr mir glauben? Nein. Oder dass ein Mensch einen tonnenschweren Hengst einfach hochheben kann? Nö. Würdet ihr das glauben? Nun, Freunde, ich sage euch, das sind keine Hirngeschwinste. Das sind keine Ammenmärchen. Nein, Herrschaften, ich spreche von Kräften. Produziert von Mr. Jeremiah. Also Plasmide. Wer von euch hat die göttliche... Plasmide. Meine Kraft schon versucht. Und Zigarettenmarke für Kinder. Wow. Die unglaublichsten Taten zu vollbringen. Solo auf den Skylines zu fahren, war die Idee von Jugendlichen. Die Skylines von Columbia. Hatten nicht mal ordentliches Gerät dafür. Die Vox Populi geht um. Wer gebietet ihr Einhalt? Hey, Sie geschickt mit dem Gewehr. Möchten Sie Columbia einen Dienst erweisen? Zeigen Sie Ihr großartiges Können. Jagen Sie Daisy Fitzroy und die üblen Schurken der Vox Populi. Treffen Sie die Ziele, holen Sie Punkte und Preise. Hier haben wir einen Mutigen. Also, schießen Sie auf die Box. Okay, in den Packen kippen. Geld, Geld. Also zweimal machen. Wenn Sie die Anarchistin Daisy Fitzroy erwischen, lege ich noch was drauf. Ich fühle mich wie in Rassistenland. Ich probiere es mal. Im hammerharten Rassistenland. Okay, ich will den zweiten Platz haben. Wieder mal nicht.
Puh, was für ein Müll. Aber auch irgendwie cool. Junge Dame, versuchen Sie die unglaubliche Kraft. Hier. Finden Sie den Teufel, Sir, und treiben Sie ihn aus. Haben Sie das Zeug dazu? Und da ist Teufel Nummer 1. Teufel Nummer 2. Jetzt hat er Lauf. Falsche Person. Soll etwas gehoben, gelüpft, geworfen oder umgestürzt werden? Bockender Bronco ist die Lösung. Hier anscheinend gibt es nur einen Preis. Sehen Sie nur, diese Vox Populi wieder mal. Das Pack rennt herum, verbreitet Lügen und sät Zwietracht. Keine Angst, ich weiß Rat. An die Flinte und los geht's. Sie haben Sie das Zeug und so okay. Verteidigen? Guter Mann, jetzt ziehen Sie und holen Sie diese Vox vom Himmel. Treffen zweimal, okay. Ja. Ah, komme ich nicht hoch. Ich versuch's. Okay, erster Platz. Geh hin. Das fühlt sich so komisch an. Geschafft. Das hat sich jetzt sehr komisch angefühlt. Wow, rauchende Kinder. Equus Mechanical, der automatische Hengst. Das Pferd der Zukunft, schon heute. Es bringt Sie mit Leichtigkeit zur Arbeit und wieder nach Hause. Oder zu einem romantischen Ausflug mit der Frau. Es transportiert Lasten, Güter, Möbel und vieles mehr. Was haben wir denn hier? Hau den Lukas? Ja, dann haben wir mal einen Lukas. Nice. Schlecht gelaunter Clown? Why not? Die Wunde an Frau. Hattax! Alexander vorne! Boxer vorne! Hören Sie heute, was Sie gestern sagten! Ja, haben wir schon kennengelernt. Und der Erzengel offen. Ja. Was ist ein Voxaphon? Was ist ein Voxaphon? Wie der Name sagt, ein Stimmenwiedergabegerät. Hey, aber zahlen tue ich dafür nichts, klar? Nur eine Demonstration, Sir. Ich bin kein Heiliger. Er aber sprach... Ach, man kann sie aber nicht ausschalten wieder. Du hast recht, Prophet. Doch wenn einer Nein. wie du Gnade erfahren kann, wie kommt es, dass niemand sonst sie in sich findet? Okay, ziemlich schlecht. 375, ich glaube, das kann ich mir nie leisten. Okay, wenn Klone Musik machen, oh mein Gott. Nur
in unserer schönen Stadt sieht man solche technischen Wunderwerke. Kommen Sie und sehen Sie den unglaublichen Handyman. Krasser Kerl. Oder eine Maschine? Nur kolumbisches Genie konnte solch ein Wunder erschaffen. Krasser Kerl. Hast du sowas schon mal gesehen? Er wird zu vier traurig. Geschmacksrichtungen. So viel? Was ist denn falsch? Sag Seemann, aus welchem Hafen kommst du denn? Herrscht da gerade Sturm? Du verstehst, was ich meine, oder? Nein. Ich habe eine Schwäche für Eiscreme. Mein Freund, hat ein Automat schon mal Ihr Geld geschluckt und dann gestreikt? Hat ein öffentliches Telefon Sie nicht mit Ihrer Liebsten verbunden? Tja, holen Sie sich die Herrschaft von den Blechkameraden zurück. Mit Beherrschung sind Sie der Chef. Jede Maschine wird Ihnen zu Willen sein. Okay. Sorry, mein Freund. Der Jahrmarkt ist restlos ausverkauft. Der Eintritt ist daher Würdenträgern und VIPs vorbehalten. Verabreiche schätze, ich zähle nicht dazu. Eine Dosis Beherrschung, wenn du es kaufen willst. Sag Bescheid. Gib sie her. Mit einem Flüstern hören dir alle zu. Meine Augen sind hier unten, ne? Okay, aber meine Augen sind trotzdem noch hier unten. Nicht da oben. Press to turn machines into allies. Das hätten sie jetzt nicht auf Deutsch übersetzen können, diesen Videoschnipsel. Verdammt, was war das? Aber im Ernst, meine Augen sind hier unten, ne? Die Frau ist krank. Sie braucht einen Arzt. Man sieht's ja, Jan. Die braucht einen Arzt. Guck nur nach oben. Okay, Beherrschung. Okay. Preise senken tut das aber nicht. Schade. Mann, der könnte den ganzen Stand hier hochstemmen. Ach, Sie an, der Abgeordnete Buford. Ihr Platz ist reserviert. Wieso habe ich Sie bloß vorhin nicht erkannt? Komisch. Schön, einen Gentleman Ihres Formats auf unserem Jahrmarkt begrüßen zu dürfen. Okay, ich werde dieses Tor geht hier gleich wieder zu und da sind wieder diese beiden komischen Typen. Kopf oder Zahl? Kommt, lasst mich durch. Kopf oder Zahl? Kopf. War klar. Das ist nie so befriedigend, wie ich es mir vorstelle. Kopf hoch. Nächstes Mal klappt's. Ja, wahrscheinlich. Okay. An Himmels haben? Wir gehen erst, wenn Sie gehen. Das verspreche ich Ihnen. Bauchredner kann sie auch noch. Und ja, es ist zu. Ah, okay, ich kann Salze kaufen. Machen wir mal. Der wirkt irgendwie desorientiert. Auf mich wirkt er eher attraktiv. Mary, du bist wieder mal unmöglich. Und auf mich wirkt er wie Klone. Alter, das ist Clone City. Was bist du denn? Sing ein Lied auf Songbird. Denn er ist der Beschützer des Lamms. Ist das sowas wie ein Big Daddy? Mein Vorbild? Nun, Lady Comstock natürlich. Der Prophet segne und beschütze sie. Ach, die arme Frau, was die gelitten. Ach, Clone City, wie ich gelitten habe.
Okay, jetzt fängt ein komisches Lied an. Ich weiß nicht. Den Prachtkerl hier. Die ganze Abteilung hat jetzt solche. Wenn wir die Vox aus dem Skyline-System kriegen sollen, brauchen wir bestes Material. Ah, gibt's da noch freie Stellen? Ich würde auch gern Vox verprügeln. Okay, das Ding ist cool. Okay, temporelle zeitverzerrende Ereignisse. Why not? Ah, das ist doch... Ja, das ist doch hier, der Typ... Die beiden von gerade eben. Eine Statue, es wurde aus dem Typen die Frau. Okay. Madame Lutèce, ich habe all ihre wissenschaftlichen Bücher gelesen. Mutter sagt, das sei keine Beschäftigung für eine Lady. Aber ich glaube, sie ist nur neidisch, weil sie so klug sind. Stimmt es, dass nur sie das Mädchen in dem Turm besuchen dürfen? Wenn das Lamm auch einsam ist, würde ich es gerne besuchen, denn wir hätten viel gemeinsam. Herzliche Grüße, Constance. Du sollst den falschen Nöten an seinen Zeichen erkennen. Was zum... Oh, wow. Das war so klar. Ich bin der falsche Hirte. Wer hätt's gedacht? Ich bin der falsche Hirte. Okay. Ich fühle mich jetzt nicht mehr so wohl. Jetzt, wo ich weiß, dass ich der falsche Hütte bin. Bedauere, Freund, hier ist gesperrt. Okay, Klonbrüder. Das fühlt sich jetzt scheiße an. Jetzt weiß ich, ich bin der falsche Hirte. Und es war so klar. Oh, und die Gothic-Fans sind da jetzt, während ich hier gerade aufnehme. Wird eine neue Folge Gothic hochgeladen. Yay! Und nun hat die Verlosung 1912 offiziell begonnen! Hä? Mister wo? Was? Hä? Hä? Ah. Okay, ich habe ein sehr schlechtes Gefühl. Was will die Kleine von mir? Ich habe ein richtig schlechtes Gefühl. Kannst du mich auch ansehen, wenn du mich meinst? Hey, Sie Hübscher, kommen Sie mal her! Ja, ich... Hallo? Vielleicht gewinne ich ja eine Fahrt nach Monument Island. Warum können mich alle nicht ansehen? Sagt mal, Entwickler, was ist los mit euch? Selbst in Bioshock 2 und 1 konnten die Leute mich ansehen. Sorry, ich kauf nichts. Dummchen, die Verlosung kostet doch nie was. Leben Sie hinterm Mond? 77. War klar. Das ist eine Glückszahl. Ich drücke Ihnen die Daumen. War klar. Ist das nicht das hübscheste weiße Mädchen in ganz Columbia? Also dann. Hätten die 77? Ist Nummer 77. Tja, was sagt man dazu? Nummer 77, holen Sie sich Ihren Preis. Der erste Wurf. Wurf? Wow. Bitte, ich weiß, es war meine Schuld. Bitte, nein! Bitte, was tut sie? Na los, wirfst du jetzt?
Oder trinkst du deinen Kaffee etwa lieber schwarz? Rassistischer Penner. Ansager. Wo hast du das Brandzeichen her? Weißt du nicht, dass dich das zu dieser hinterhältigen Schlange, dem falschen Hirten, macht? Und falsche Hirten haben in unserer Herde nichts zu suchen. Zeigt ihm, wie wir das hier machen, Jungs. Ja, ich glaube, das Spiel ist ankert, wenn man schon Nahkampfangriffe machen kann. So blutig. Ja. Au. Ich glaube, ich werde das Ding lieben. Ja, ich glaube, ich werde es lieben. Schräg Doom-Flashbacks. Lebend kommst du hier nicht raus. Ah, ich werde es lieben. Hab ihn gefunden. Ich liebe es. Kein Weiterkommen. Okay, hat er auch nicht. Okay. Meine Mint Island hat sich eben verpisst. Wo bist du? Ab mit der Rübe. War das Spiel eigentlich jemals uncut? Schreibt's in die Kommentare. War das Spiel jemals cut, nicht uncut? Also, ob's geschnitten war? Das würde mich mal interessieren, ob man das früher mal geschnitten hatte. Ich meine, ist er schon einen Tag älter, das Spiel. Ich hab's ihnen gesagt, Comstock. Man verkauft der Kundschaft das Paradies und sie erwartet einen dienstbaren Erzengel für jede Arbeit. Im Reich Gottes gibt es keine niedrige Dienerschaft. Tja. Ich habe einen Mann in Georgia, der vermietet uns so viele Negerhäftlinge, wie sie transportieren können. Sie können ja sagen, das seien einfache Seelen, die Buße tun, weil sie aus ihrem gesellschaftlichen Rang ausbrechen wollten. Was immer ihr Gewissen erleichtert. Mir egal. Wow, er hat gerade einfach so das N-Wort gesagt. Warte. Feuer fliegt aus der Hand. Die Fähigkeit, Menschen zu beherrschen, die selbst mal begehen, wenn der Effekt abklingt. Wow. Wirklich? Possession now turns machine and man into allies. Hold and release to create a ghostly trap. Okay. Klingt geil, wenn man auch Menschen nutzen kann.
Fuck, voll daneben. Warum kann man die benutzen? Wo seid ihr denn? Jetzt schießt er aber auf mich, oder? Nö. Aber irgendjemand schießt noch auf mich. Weg mit dem Erz. Fuck. Deine Leben gerettet, wo wirst du da gerade? Deine Feinde allerdings auch. Ich komm hier nicht weg. Okay, nur die Tür öffnen. Was war jetzt los? Was zum... Das möchte ich jetzt gerne auch wissen, was das jetzt war. Wow, ich hab voll daneben getroffen. Okay, ich kann dich gerade nicht fertig machen, weil du, wenn du grün bist. Okay. Warum auch immer? Muss das nicht verstehen. Nein. Nein. So null. Headshot. Was ist der Typ? Ich habe doch gerade noch jemanden schreien hören. Wo ist er? Okay, deine Seite war weg. Warum auch nicht? Jetzt wird's heiß. Was ist bloß los? Brenne im Namen des Schlachtes! Oh, toll. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott! Deine Kraft. Wow, der rennt auf mich zu, kurz bevor er explodiert. Wow. Teufelskuss. Tja, man lebt nur einmal. Das hätte man zu Anfang bringen sollen, weil das heißt so typisch Bioshock. Mhm. Das hätte ich jetzt wirklich gerne zu Anfang gesehen und nicht jetzt erst.
Holy fuck. Renn nochmal in die Falle. Betriebsunfall, Errungenschaft. Okay, auch wenn Errungenschaften bei Epic nichts bringen. Sie sind so sinnlos wie das Abend vorm Abendbrot. Und deswegen, ja, nett. Das finde ich halt immer noch so schade, weil Epic tut auch nichts dafür. Klar, sie werden immer besser. Und die meisten Kriterien, für die ich sie kritisiert habe, sind mittlerweile ausgelöscht worden. Selbst Unity, also im Gegensatz zu Unity sind sie echt besser geworden. Ihre Engine. Ich meine Unity, die... Alter, Unity, ne? Da war ich jetzt sowas von schockiert, dass das rausgekommen ist. Unity hat mal eben ein Malware der Hersteller aufgekauft. Die werden jetzt effektiv mit Malware arbeiten, um hier Statistiken zu kriegen. User-Daten. Ich meine, hallo? Hallo? Das kannst du nicht bringen. Herrlich. Ja, Bereich verlassen. Ah, oh, die Maus bewege ich die ganze Zeit mit. Aber liebe Leute, wir machen das nächste Mal weiter. Na, wie es weitergeht, sehen wir dann morgen. Vielen Dank fürs Zusehen. Euer Kashi, hauen Sie rein, lasst mal ein schönes Like, Kommi, Abo, Like oder Glocke. Könnt ihr auch unterstützen, erzählt euren Freunden von mir. Hilft mir am meisten. Könnt auch mich bezahlen. Haha, könnt ihr auch was spenden. In der Videobeschreibung findet ihr alles. Hauen Sie rein, bis zum nächsten Mal und tschüss, euer Kashi. Bye.